Hey Leute, willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video. Es gibt heute eine kleine Runde frei für alle live. Ist vielleicht nicht der beste Score, allerdings das Game an sich war ein bisschen verrückt. Es gibt ein paar verrückte Situationen. Jedenfalls beim Erspielen hat es sich teilweise verrückt angefühlt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir springen gleich ins Gameplay. Wir sind auf Combine gelandet. Und ich bin ein bisschen zu spät rein. Und dann wird es schon gleich hektisch. Oder hektischer als normal. Frei für alle ist eh immer sehr hektisch, finde ich. Kommst auch mit. Ich habe leider noch falsche Streaks. Ich habe vergessen, die Konterdrohne auszurüsten. Damit wäre es jetzt noch ein bisschen witziger. Kommt er raus? Okay. Oh, schnell, versteck dich. Nein! Ah, von beiden Seiten. Es ist so hektisch teilweise. Aber frei für alle macht trotzdem irgendwie Bock. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Ist einfach ein schöner Modus. Okay, dann schauen wir mal. Nice! Der hat gerade geholfen, den einen Kill zu machen für mich. Okay, was ist da gerade passiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe den gerade aus Versehen in der Luft geschlagen. Ey, aber passt mir. Aus Versehen ein Kill ist besser, aus Versehen tot. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay, hier drin scheint es auch abzugehen. Nein! Ah, er hat diese Weste an. Wie heißt denn dieses Ding nochmal? Diese Rüstung. Ah. Sehr, sehr schade. Aber gut eingesetzt. Mit der muss ich auch mal spielen. Machen gar nicht so wenige. Das Ding funktioniert bei Frei für alle ganz vernünftig. Vielleicht sogar besser als dieses komische Aufklärungsding, mit dem ich immer unterwegs bin. Aber da habe ich mich schon so krass dran gewöhnt irgendwie. Deswegen spiele ich damit ganz gerne. Nein! Ja gut, das war eigentlich klar. Da hätte ich rauspushen müssen. Egal, passiert. Es war trotzdem schön actionreich, gerade am Anfang. So. Oh shit, nachladen. Auch mit. Drohne. Da war einer. Schnell nachladen. Kommt der hier hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war der, der die ganze Zeit immer mit Dings gespielt hat, mit dieser Rüstung. Ich bin mir gar nicht sicher, wie oft man die bekommt. Ich glaube, man bekommt sie nicht ganz so oft. Und das ist jetzt hier vielleicht gerade mein Glück ein bisschen. Jetzt bin ich mir sehr unsicher, von wo sie kommen. Hör ich da wen? Nein, anscheinend nicht. Also irgendwas habe ich gehört, aber anscheinend ist da doch kein Gegner. Feindliche Drohne gesichtet. Oh ne, und irgendwer der Gegner hat eine Drohne. Okay, damit können wir ganz kurz schauen, was Sache ist. Feindliche Drohne. Okay. Nein, ah, das gibt's doch nicht. 24-4, shit. Der gute Score geht langsam flöten, habe ich das Gefühl. Oh je, meine Hand wird schwitzig. Ich bin gerade echt abgerutscht. Es war jetzt gerade am Anfang irgendwie doch zu viel des Guten. Das hasse ich immer, wenn es voll abgeht am Anfang. Man dann irgendwie leicht nervös wird. Und dann, wenn es eigentlich nicht mehr ist, so ist, dass es irgendwie mega krass ist, ist man dann irgendwie immer noch nervös. Oder ich will das Spiel auf jeden Fall noch gewinnen. Zwei Kills noch.
Yes! 30-5. Es war jetzt vielleicht nicht der beste Score oder es ist vielleicht nicht der beste Score. 30-5, aber passt, denke ich, für einen Frei für alle. Und da waren so krasse Situationen mit dabei. War schon sehr hektisch. Ich denke, von daher kann man es auf jeden Fall lassen. Doch natürlich, euch hat die Runde gefallen. Das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.